Die Frequenzmedizin und insbesondere sogenannte Frequenztropfen mit Soforteffekt sorgen momentan in unseren Reihen für Begeisterung und so noch nie dagewesene Resultate. Die Resultate zeigen sich in der Regel sofort, grundsätzlich immer und vor allem mit einer Deutlichkeit und Wucht, die man so niemals erwarten würde. Es lag daher auf der Hand, dass über kurz oder lang auch die Fachwelt davon erfährt. Und so bin ich heute froh zu sprechen mit Energie- und Ganzheitsmediziner Dr. Manfred Döpp. Er nimmt die Tropfen seit einigen Wochen auch und ist als Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin e.V. genau der richtige Fachmann, um sich mit mir über die Tropfenangelegenheit auszutauschen. Lieber Manfred Döpp, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns hier zu sprechen. Ich möchte jetzt das Gespräch gerade mal beginnen mit einer Eingangsfrage. Herr Dr. Döpp, Sie sind ja mehr oder weniger der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin. Und ich habe die Frage an Sie: Gab es für Sie in Ihrer medizinischen Laufbahn ein einschneidendes Erlebnis, was Sie in diese Ecke der Medizin, in diese Frequenzmedizin, in diese Energiemedizin gelotst hat? War da was? Ist da was passiert? Oder wo kommt das Interesse, dieses starke Interesse dafür her? Ja, ich war 1983 leitender Arzt für Nuklearmedizin im städtischen Klinikum in Hanau und habe als solcher als Apparatemediziner gearbeitet, eine Sparte der Schulmedizin. Und dann wurde es mir in Anführungsstrichen langweilig, weil es ging immer nur um dasselbe. Immer nur um wenige Themen und nie um die Ganzheit. Und dann habe ich begonnen, ohne dass ein Geschehnis passiert wäre, Bücher zu lesen über die Spiritualität. Da gab es vom Hugendubel Verlag die Kailash-Reihe und die habe ich alle gelesen und kam zum Ergebnis, das ist eigentlich die Heilkunde, um die es geht. Und dann kam ich natürlich auch zu Jesus Christus, der größte Heiler, den es wohl auf der Welt gab. Und habe dann auch ein Buch geschrieben, Medizin der Bergpredigt. Das heißt, dass die Lehre von Jesus Christus und das Heilen oder die Heilung eng zusammenhängen. Und da habe ich dann 85 die Schulmedizin verlassen und bin Naturheilkundler geworden, von jetzt auf gleich, und habe dann eben die spirituelle und psychologische und ganzheitliche Medizin mir angeeignet und durchgeführt ab etwa 1985. Da wurde ich dann leitender Arzt einer Naturklinik und habe 10 Jahre lang dort diese neue Heilkunde durchgeführt. Zusammen natürlich mit anderen, das ist klar. Und danach konnte ich mich der Schulmedizin dann nicht mehr zuwenden, weil sie mir bis heute doch sehr einseitig vorkommt und nicht in die Tiefe gehen und oberflächlich und symptomverdrängend und nicht Ursachen auffindend und Ursachen beseitigend. Die Schulmedizin hat ihre Berechtigung durchaus im Bereich der Notfallmedizin und der Chirurgie, aber die übrigen Fächer sind nicht qualitativ das, was ich mir vorstelle. Also da gehe ich natürlich komplett mit. Das heißt also, wenn ich das zusammenfassen darf, hatten Sie in Ihrem ärztlichen Dasein diese Spiritualität entdeckt. Es war also nicht so, dass Sie
Zunächst irgendwelche Geräte, ja, aus dem Bereich der Energiemedizin, also dass sie quasi nicht diesen Geräteaspekt zugespielt bekamen. Hätte ja auch können sein, dass sie irgendwelche Hinweise bekamen, irgendwie auf Radionik oder Radionikgeräte oder irgendwelche Rife-Technologie. Also es war tatsächlich dieser spirituelle Aspekt. Und die Spiritualität ist ja im Prinzip letzten Endes eine professionelle Spiritualität, eine seriöse, ist ja letzten Endes auch nichts anderes als angewandte Quantenphysik. Also so habe ich zumindest mal mir in den Mund gelegt, weil ich selber in diesem Zusammenhang mit Spiritualität ja schon kleine und große Wunder erlebt habe und vor allem aber halt auch in Superturbo-Geschwindigkeit. Ja. Ja, Das finde also ich also. was damals dann auch noch tat, das war beginnen mit Pendeln und mit der Route zu arbeiten. Ich habe dann noch Kurse gemacht in der Radiästhesie und Wasseradern finden und alles Mögliche, weil ich gespürt habe, dass ich diese Fähigkeiten auch in mir habe. Aber medizinisch habe ich eigentlich nur sehr kurzzeitig gependelt, sondern habe mich dann Methoden zugewendet, die das Pendeln objektivieren, die also den subjektiven Aspekt möglichst herausnehmen. Das war dann die Meridian-Diagnostik. Das Gerät hieß Prognos, kam aus Russland. Und damit konnte man ähnlich dem Pendeln, aber objektiv den Körper befragen und die Reaktionen des Körpers erhalten. Ja, das klingt sehr spannend und diese Objektivität ist natürlich sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, es geht ja jedem wahrscheinlich so, der hier jetzt auch heute zuhört, dass genau das häufig natürlich das große Fragezeichen ist. Man hat da irgendeinen eine Heilinstanz aufgesucht, egal ob Heilpraktiker, Arzt oder sonstige Therapeuten. Und wenn die dann anfangen, im Prinzip zu pendeln, dann gibt es sicherlich im Prinzip bei vielen dieses Fragezeichen, ob das jetzt wohl stimmt. Und wenn es dann natürlich Möglichkeiten gibt, wie man dieses Subjektive da rausfiltern kann, dann ist das natürlich sehr dienlich. Und so kamen sie dann wahrscheinlich aber auch relativ zügig über dieses Lesen und sagen wir mal, das Betreten dieser Spiritualität, dieses Spiritualitätsfeldes, dann halt schon auch in diese, ich nenne es mal, Energie-Apparate-Medizin. Das heißt also, diese Verbindung dieser Spiritualität und dieses Energie- und Informationsaspektes mit dem ja durchaus auch gerätlichen Ansatz, also dass man quasi mit Geräten, mit Technologie arbeitet. Das finde ich nämlich sehr spannend, weil ja, wir reden ja nachher noch auch über diese Frequenztropfen, da ist es ja in der Tat so, dass nicht ein Mensch in dem Sinne hier quasi Hand auflegt auf diese Tropfe, sondern die werden ja offenkundig mit irgendwelchen Geräten besendet, diese Tropfen. Und insofern spielt natürlich dieser Geräteansatz und diese Gerätefrage eine große Rolle. Ich habe mir, als ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitet habe, ja Ihre Internetseite angeschaut und habe dort auch den Begriff der HRV-Messmethode gefunden, also diese Herzratenvariabilitätsmessmethodik. Die scheint Ihnen ja auch ein bisschen ans Herz gewachsen zu sein. Können Sie uns mal ein bisschen beschreiben, wieso ist die so wichtig? Ja, die Frage ist, wie können wir das vegetative Nervensystem beurteilen und die Regulationsfähigkeiten des Körpers beurteilen? Denn mit geringer Regulationsfähigkeit wird man krank, mit guter bleibt man gesund. Und das Vegetativum hat nun mal die beiden Pole, Vagus gleich Parasympathikus und Sympathikus. Und die Gesundheit liegt in der Mitte. Und über die HRV kann man jetzt wunderbar das Regulationsverhalten des Körpers beurteilen. Man sieht, ob das Vegetativum in seiner Mitte ist, ob es ausgelenkt ist Richtung Chaos, oder auf der anderen Seite ausgelenkt ist in Richtung Starre. Chaos geht einher mit Erschöpfung, vielleicht sogar Burnout, und Starre geht einher mit Stress. Im Sinne von Dysstress.
Stress, also einem schädlichen Stress. Und die HRV, die ich damals mitentwickelt habe, Time-Weber Cardio heißt sie, die ist wunderbar in der Lage, den Patienten in dieser Beziehung zu erkennen, einfach indem man 7 Minuten lang den Puls aufzeichnet. Also die Veränderungen des Pulses und die Charakteristika des Pulses ermöglichen die Beurteilung des Vegetativums und damit eines wichtigen Grundbestandteils der Gesundheit. Denn wenn jemand permanent unter Stress ist, wird er wahrscheinlich Gefäßverkalkung bekommen und einen Herzinfarkt. Wenn er andauernd im Chaos sich befindet, dann wird er Allergien und Autoaggressionen entwickeln. Und das ist in jedem Fall pathologisch. Das heißt also, man kann im Prinzip, also man hört ja schon raus aus dem, wie Sie das jetzt erklärt haben, dass der Stress, ich nenne es jetzt einfach mal der Stress, und das nicht im Frieden zu sein mit sich und der Umwelt, ich nenne es mal Umwelt, dass diese Disharmonie, das Wort der Disharmonie, das schwingt ja da auch mit, dass diese Disharmonie letzten Endes krank macht. Also könnte man vereinfacht sagen, wenn wir es jetzt mal stark vereinfachen, dass Stress eine der, wenn nicht sogar die Krankheitsursache Nummer eins ist. Richtig, das sage ja nicht nur ich, das sagen alle diejenigen, die sich damit beschäftigen. Und dementsprechend habe ich schon 1989 ein Buch geschrieben, das hieß Harmonie ist Leben und Gesundheit. Und Harmonie ist das Gegenteil von Stress, aber auch auf der anderen Seite das Gegenteil von Burnout. Wenn ich in Harmonie bin, in der Mitte meines Vegetativums, wenn ich Anforderungen bekomme, die mit etwas erhöhtem Sympathikus bewerkstelligen kann, wenn ich entspannen will, die mit etwas erhöhtem Vagus bewerkstelligen kann, dann bin ich in der Mitte, dann bin ich in Harmonie, in Balance und dann bin ich gesund. Ja, und jetzt kommen wir im Prinzip zu einem heißen Thema, wie ich meine, weil es auffällt, also mir zumindest auffällt, dass der sogenannte Elektrosmog, der spielt in der Außenwelt, in der, sagen wir mal, in der Medienwelt, nach meinem Dafürhalten eine sehr geringe, wenn nicht sogar gar keine Rolle. Also man hört nichts. Wenn man sich aber intensiver mit dem Stressgeschehen sozusagen auseinandersetzt, wenn man hinterfragt, wo kommt denn eigentlich Stress her, gibt es natürlich diesen, ich sage jetzt mal, von der Menschheit gemachten Stress, ja, den Stress von Menschen untereinander zum Beispiel, keine Frage, aber es gibt eben auch eine Stressform, die von den fünf Sinnen, die wir haben, offenkundig nicht so wahrgenommen werden kann, wie es idealerweise sein sollte, nämlich der Elektrosmog, sprich diese technische Strahlung, die auf uns einwirkt, die wir aber weder sehen noch riechen können und so weiter. Meine Frage jetzt an Sie, also ist es auch Ihrer Meinung nach so, dass der Elektrosmog und diese elektromagnetischen Frequenzfelder oder auch diese Schadfrequenzen, könnte man es nennen, dass die in der allgemeinen Gesundheitsdiskussion eine zu geringe Rolle spielen? Um nicht zu sagen, fast gar keine. Also ist das Ihre Wahrnehmung und würden auch Sie sagen, ja, das ist ganz problematisch, weil wir dem Elektrosmog und den Geschehnissen viel mehr Aufmerksamkeit zuspielen sollten. Ja, natürlich. Ich publiziere das ja andauernd in der Zeitschrift ACOM, Angewandte Komplementärmedizin, und in der Zeitschrift Lebensräume, Lebensträume. Da schreibe ich andauernd über das Thema Elektrosmog. Und da ich ja früher Nuklearmediziner war, habe ich von Strahlen nun mal eine Ahnung. Ionisierende Strahlen einerseits, nicht ionisierende Strahlen andererseits. Und der Elektrosmog, wie wir ihn heute haben mit 5G oder nächstes Jahr dann 6G, der ist absolut gesundheitsschädlich. Denn es sind digitalisierte Frequenzen, die völlig unnatürlich sind, die in der Natur nicht vorkommen. Die Natur arbeitet analog.
Das heißt, mit Wellen, die sind Sinus oder Cosinus und Überlagerungen davon. Und das kennt der Körper und damit kann er umgehen. Und wenn wir im Wald spazieren gehen, spüren wir auch, dass die Bäume analog miteinander kommunizieren. Jetzt wird die ganze Welt umgestellt auf digital. Digital ist vollkommen unnatürlich. Damit kann der Körper nicht umgehen. Seit die Menschheit existiert, also jedenfalls seit bekanntermaßen einigen tausend Jahren, hat der Mensch nie Kontakt gehabt mit digitalisierten Wellen oder Strahlen. Und damit sind die Zellen, ist die Zellkommunikation und sind die Zellkerne und sind die Mitochondrien hoffnungslos überfordert. Das heißt, das Zellmembranpotenzial wird reduziert. Das ist eine der Grundlagen für Krankheit. Und der Körper verliert die so wertvollen angeregten Elektronen, mit denen er ja seine ATP-Energie produziert, die verliert er in der Auseinandersetzung mit dem Elektrosmog. Und daher kann ich nur sagen, niemand sollte ein Handy am Ohr benutzen, er sollte es auch nicht in seiner Hosentasche haben, sondern immer so weit weg wie möglich mit einem Kabel verbunden, mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon auf Distanz. Und WLAN sollte man nicht überall haben. Hier habe ich ein Gerät, das ist in der Lage, überall WLAN zu produzieren, sodass wir keinen freien Platz mehr haben, und dass auch die letzte 0,1%, wo wir bisher kein WLAN haben, dass die auch noch voll ausgeschöpft werden. Und die wichtige Frequenz, die Schumann-Frequenz von 7,83 Hertz, das hier ist ein kleines Gerät, das diese Schumann-Frequenz produziert, die verliert immer mehr diesen Wert und schwankt immer mehr rauf und runter. In Russland wird die Schumann-Frequenz andauernd registriert im Kurs. Glaube ich, kann man im Internet alles nachlesen und da sieht man, dass diese Mittelfrequenz in der Atmosphäre kaum noch erreicht wird oder beibehalten wird, sondern dass es zu fürchterlichen Schwankungen kommt. Und damit sind wir Menschen überfordert. Und das führt dann auch zu Krankheiten natürlich. Also die WHO, die ja nicht gerade alternativmedizinisch orientiert ist, hat sogar den technischen Elektrosmog für einen Krebsauslöser der Klasse 2b erklärt. Also wenn man permanent Elektrosmog am Körper hat, ist man krebsgefährdet. Und viele andere Krankheiten reagieren ebenfalls negativ auf Elektrosmog. Also das ist eines meiner Lieblingsthemen. Aber auch da bin ich natürlich nicht alleine. Denn jeder, der sich damit beschäftigt, kommt zu in etwa demselben Ergebnis. Und nur die Protagonisten der Mobilfunkindustrie, die behaupten natürlich nach wie vor, das sei alles höchst ungefährlich. Und das Problem, wie Sie es schon gesagt haben, ist eben, wir haben Sinne, die mit der Großhirnrinde verknüpft sind. Was wir sehen, hören, tasten, riechen, das registrieren wir sofort in der Großhirnrinde. Aber die Empfangsorgane für Elektrosmog, die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse, der Hypothalamus und sogar das Innenohr oder die oberen Ränder der Nasennebenhöhlen, wo sich Magnetite befinden, deren Informationen gehen ins Unterbewusstsein und nicht ins Oberbewusstsein. Das heißt, das Unterbewusstsein wird aus der Mitte geholt, wird gestresst und oberbewusst merken wir es primär nicht. Das ist ein großer Nachteil. Ja, da bin ich komplett bei Ihnen, erkenne das tatsächlich jetzt
erst so richtig. Und da haben mir halt diese Tropfen so sehr geholfen. Also die haben quasi wie so eine Art Kontrastmittel diesen deutlichen Unterschied zwischen ohne die Tropfen, diese gestresste, diese geschwächte Form und hinterher halt mit den Tropfen wahrscheinlich wieder eher so back to the roots, diese Urform, diese Urkraft, diese Normalität eigentlich durch diesen krassen Unterschied eben im Prinzip sichtbar gemacht. Da sehe ich übrigens einen der Haupt, wie sagt man, Punkte in Bezug auf diese Tropfen, weil sie das eben so deutlich machen. Ja, diese Schädlichkeit, dieses Herauskatapultieren aus der Homöostase, aus dieser, ich sage jetzt mal, goldenen Mitte, aus dieser natürlichen Form. Und so wie Sie es jetzt formuliert haben, ich bin ganz überzeugt, selbst wenn man jetzt nicht sehr, ja, sagen wir mal, vorbelastet ist, was es anbelangt, also dass, wenn man nicht so sehr vorinformiert ist, hat man aber aus Ihren Worten jetzt hervorragend herausgehört und vor allem aber wahrgenommen, gespürt, dass Sie recht haben. Ja, weil jeder Mensch, der letzten Endes sich in der Natur bewegt, der im Wald unterwegs ist, der spürt ja, dass es ihm gut tut. Und er spürt auch, dass es ihm gut tut, wahrscheinlich, wenn er barfuß läuft, wenn er sich erdet und wenn halt dann diese, sagt man da, Elektronen, wenn die quasi in einen hineinkommen und wieder diese Harmonie wiederherstellen. Ich habe in dem Zusammenhang mal eine Frage. Ich habe unjüngst bei einem Vortrag von einem sehr guten Heilpraktiker, habe ich den Begriff der Negativladung einer gesunden Körperzelle wahrgenommen. Da war die Rede von irgendwie minus 70 Millivolt. Das ist sozusagen die ideale Ausgangssituation und habe dann dargestellt bekommen, dass durch Elektrosmog diese Minusladung sich durch eine Art Depolarisation sozusagen in eine Plusladung verändert. Und wenn, was man ja aus der Grundschule kennt, wenn eine Plusladung auf oder vielmehr ein Pluspol auf Minuspol trifft, dann findet ja auch beim Magnet dieses Aneinanderhaften statt. Und in dem Zusammenhang kam dann der Begriff der Geldrollenbildung. Also können Sie jetzt quasi als Energiemediziner und als Mediziner allgemein, können Sie mir mal erklären, was ist das Problem, wenn sich diese Geldrollen bilden im Blut? Also wenn diese Erythrozyten aneinander haften, wo ist da das Problem? Ja, die Dunkelfeldmikroskopie der Blutkörperchen, die habe ich ja auch viele Jahre lang durchgeführt, hat dann aber aufgehört damit, weil praktisch jeder Patient seit einigen Jahren diese Geldrollen als Phänomen im Blut aufgewiesen hat. Und damit konnte man die früheren Möglichkeiten, Geldrollen für etwas Pathologisches zu erklären, gar nicht mehr differenzieren. Denn so fast jeder Patient hatte die Geldrollen. Und die Geldrollen heißt, dass die roten Blutkörperchen aneinander haften und dass sie aneinander haften, weil sie nicht mehr ihr normales Membranpotenzial haben, wie Sie gesagt haben, minus 80 Millivolt, sondern dass das Membranpotenzial sinkt. Und es ist bekannt, dass bei etwa minus nur noch 20 Millivolt man krank wird. Und mit minus 10 Millivolt stirbt man. Und im Bereich von minus 20 kommen dann schon die großen, schweren Krankheiten wie Krebs und Rheuma und Parkinson und so weiter zustande. Man kann das Blut, das ja unter dem Mikroskop sich in einem vitalen Zustand befindet, zum Testen heranziehen und kann dann Mittel anhand des vitalen Blutes testen. Und das habe ich dann auch lange Zeit gemacht und kam zum Ergebnis, dass es doch einige Mittel gibt, die man jedem Patienten empfehlen könnte. Zum Beispiel die Symbiose-Lenkung mit Mucokel. Symbiose-Lenkung mit Mucokel. Damit kam regelmäßig es zustande, dass die Erythrozyten sich voneinander lösten und wieder frei herumschwammen. Und wenn man länger zuschaut, vielleicht sogar 2 Tage lang,
sieht man, wie die roten Blutkörperchen ihre Inhaltsstoffe freigeben. Und da sieht man dann die Belastungen des Blutes mit Pilzen, mit Dysbionten und mit Parasiten, die sich dann anschließend frei im Blut tummeln. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die Schulmedizin diese doch objektive Methode ablehnt, sondern stattdessen darauf besteht, dass man ein Blut ausstreicht, sodass es trocknet und dass man dann den trockenen Ausstrich auswertet. Ich verstehe nicht, warum man das vitale Blut nicht auswerten will. Es ist mir ein Rätsel. Also der Begriff Lebendblut, der beschreibt es ja eigentlich sehr packend auch, dass man damit ja den ultimativen Ist-Zustand ja herstellt. Also man schaut sofort drauf, wenn man so will. Und da bin ich komplett bei Ihnen. Es ist auch wirklich sehr eindrücklich, das Blut. Man hat auch ein bisschen so eine gewisse Ehrfurcht, wenn man das betrachtet. Und wenn man ja dieses Leben in diesem Lebendblut ja auch sieht. In dem Zusammenhang aber doch nochmal die Frage, ich möchte nochmal eingehen auf diese Funktion, offenkundige auch der Erythrozyten eben. Sauerstoff zu transportieren. Also das Andocken der Sauerstoffmoleküle scheint ja quasi so die wesentliche Aufgabe der Erythrozyten zu sein. Und wenn die ja aneinander haften, dann scheint ja diese Andockung so nicht zu funktionieren und somit sinkt dann der Sauerstoffgehalt im Blut und damit ja auch eigentlich der Stoff, ich nenne es mal Stoff, den wir brauchen zur Energiegewinnung in den Mitochondrien. Das kann man ja so sehen. Ja, kann man so sehen. Und der Sauerstoffgehalt der in den Mitochondrien ist ja von großer Bedeutung und der Transportweg über die Erythrozyten daher auch von großer Bedeutung. Das heißt, wir müssen erst einmal tief atmen, in den Bauch hinein und rhythmisch atmen. Das tun viele Leute schon nicht. Dann sollten wir im Blut ein verdünntes Blut haben. Blutverdünnung wurde früher von der Schulmedizin ja abgelehnt, inzwischen aber anerkannt. Und es wird gemacht mit Aspirin, 100 Milligramm zum Beispiel. Aber ich bevorzuge Ginkgo und Arginin zur Blutverdünnung. Und wenn das Blut schön verdünnt ist, dann kann man tatsächlich davon ausgehen, dass der Sauerstoff die roten Blutkörperchen auch erreicht und eindringen kann und sich am Hämoglobin anlagern kann. Dann aber der Transport in die Zellen, der Durchtritt in die Zellen, in die Mitochondrien, das ist dann ein weiterer Punkt. Und wenn das Zellmembranpotenzial der Mitochondrien durch die heute vorherrschende Mitochondriopathie nicht mehr gewährleistet ist, dann ist auch die Energieproduktion des Körpers nicht mehr gewährleistet. Wir unterscheiden ja zwischen der psychologischen Energie oder spirituellen Energie, Qi, in Europa Ot genannt, und der biochemischen Energie, ATP. Und wir können nicht leben ohne genügend Qi und auch nicht ohne genügend ATP. Beide Energieproduktionen müssen auf hohem Niveau sein, damit wir gesund sind. Und das ist heutzutage eben kaum noch gewährleistet. Wir untersuchen ja jeden Patienten auch diesbezüglich und die Zahl der Autoaggressionen nimmt seit Corona enorm zu und vor allen Dingen die autoaggressive Mitochondriopathie ist eine Grundkrankheit heutzutage geworden. Ja, das sehe ich auch so. Die Mitochondriopathie, Sie haben jetzt in diesem Zusammenhang Arginin erwähnt, geht es da um den Nitric Oxide Effekt? Also brauchen wir Stickstoffmonoxid auch, um zum Beispiel die Elastizität der Blutgefäße wieder, wie sagt man, also zu fördern, zu unterstützen und somit Richtig. auch den Blutfluss letzten Endes auch zu
unterstützen. Also der Bloodflow, der Blutfluss, der scheint ja irgendwo so ein Stück weit eine sehr zentrale Rolle zu sein. Muss er Ja. ja eigentlich. Das ist ja in etwa vergleichbar, wie wenn sich im Prinzip auf unseren Autobahnen der Stau auflöst. Das ist ja auch dort förderlich. So brauchen wir natürlich im Prinzip auch diesen Blutfluss. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie jetzt gesprochen auf der einen Seite über stoffliche, grobstoffliche, nennen wir es mal grobstoffliche Elemente und eben auch über feinstoffliche Elemente der sogenannten Energie, die Sie ja vorhin unterschieden haben, eben mit dieser Qi-Energie, das ist dann das feinstoffliche, der feinstoffliche Aspekt und eben dieser ATP-Energie, das ist das, was dann auf dem biochemischen, auf dem stofflichen Wege geschieht. Und beides brauchen wir. Wir sind ja sowohl feinstofflich wie auch ein grobstoffliches Element als Mensch und diese Synergie oder diese Symbiose, die ist Ihnen ja als Ganzheitsmediziner zeitlebens halt sehr wichtig gewesen. Also habe ich das so richtig zusammengefasst. Ja, ist gut so. Gut, können Sie mir, Herr Dr. Döpp, können Sie mir in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz erklären, welchen Stellenwert diese Zellkommunikation hat? Weil diese Zellkommunikation, die scheint ja in Sekundenbruchteilen ja immer von quasi abzulaufen und die scheint ja wohl auch eher ein physikalisches Phänomen zu sein. Weil die ganzen chemischen Prozesse, vor allem diese Biochemie, so wie ich sie zumindest mal wahrnehme an mir, das ist ja immer ein bisschen ein etwas, das ist immer ein gewisser Zeit, wie sagt man, Zeit, da ist immer eine gewisse Zeiterfordernis mit im Spiel bei den physikalischen Prozessen und der Zellkommunikation hat man ja den Eindruck, und nicht nur den Eindruck, sondern das nimmt man ja auch wahr, das geht ja alles immer ruckzuck, ja. Ich muss zum Teil noch nicht mal wirklich denken, dass die Dinge halt so geschehen. Da spricht man ja auch, glaube ich, von diesem autonomen Nervensystem. Also alles, was quasi automatisch abläuft. Welche Rolle spielt der Begriff Zellkommunikation in der Gesundbleibung? Ich nenne es mal Gesundbleibung. Und welche Einflussfaktoren stören letzten Endes diese Zellkommunikation? Ja, wir können die Zellen, die sich in einem Organ zusammengefunden haben, vergleichen mit einem Vogelschwarm. Wenn meinetwegen 2000 Stare in einem Schwarm fliegen, sie stoßen nie aneinander, sie machen keinen Durcheinander. Der Schwarm wirkt homogen und das ist nur erklärlich damit, dass eine permanente Quantentelekommunikation zwischen den Vögeln stattfindet. Dasselbe bei einem Schwarm von Heringen oder Sardinen im Meer. Wenn sich ein Haifisch nähert, reagiert der ganze Schwarm wie eine Person. Und es wird kein Fehler gemacht, sondern wo der Hai hineinstößt, da wird ein Loch produziert im Schwarm. Und diese Schwarmintelligenz, wie gesagt, auf Quantentelekommunikation beruhend und damit zeitlich und räumlich befreit, unabhängig, die haben wir auch in den Zellen des Körpers. Das heißt, der gute Fritz Albert Popp, mit dem ich hier lange zusammengearbeitet habe, der hat ja die Biophotonen-Theorie aufgestellt und dann auch vielfach bewiesen, denn Photonen sind ja Quanten und Quanten sind in ihrer Geschwindigkeit ja quasi unendlich hoch. Das heißt, die Zellen brauchen keine Zeitverzögerung oder haben keine Zeitverzögerung, um miteinander zu kommunizieren und sich aufeinander abzustimmen, was sie denn bitte zu tun haben. Ob sie jetzt gestresst reagieren, weil ein Stressor aufgetreten ist, oder ob sie sich entspannen, entkrampfen können und regenerieren können, weil eben die Möglichkeit dazu im Schlaf zum Beispiel existiert. Und daher kann man sagen, die Zellkommunikation ist ein entscheidender Faktor dafür, dass Lebewesen überhaupt leben können. Nicht nur wir Menschen, eben auch die Tiere und auch die Pflanzen. Auch die stimmen sich miteinander ab. Das Myzel, also die Pilze im Erdboden, stimmen sich ab mit den Wurzeln der Bäume. Und sie
arbeiten homogen zusammen und kommunizieren miteinander. Genauso ist es im Körper. Die Zellkommunikation wird von der Schulmedizin praktisch nicht berücksichtigt und auch weitgehend nicht anerkannt, aber sie ist ein entscheidender Faktor. Und alle negativen Einwirkungen, die wir haben, seien es nun pathogene Erreger oder seien es chemische Gifte, wie etwa Glyphosat, oder sei es Elektrosmog, alle diese negativen Einwirkungen stören die Zellkommunikation und damit geraten die Zellen aus dem Gleis quasi. Die arbeiten nicht mehr homogen und koordiniert zusammen, sondern jede Zelle ist durcheinander und macht, was sie will. Und im Endergebnis haben wir dann eine Regulationsstarre oder ein Regulationschaos im Körper. Manche haben sogar beides. Das heißt, sie haben im Unterleib meinetwegen eine Starre und im Herzen ein Chaos. Auch das kommt kombiniert vor. Sie haben jetzt, also vielen Dank, das war jetzt sensationell. Sie haben jetzt gerade in diesem Erklärblock diese starren Formationen, also diese Flugformationen als herausragend gute Metapher erwähnt. Die sind ja sehr eindrücklich. Ich glaube, es macht sogar Sinn, dass ich vielleicht hier an der Stelle mal ein Video einblende, dass jeder nochmal sich vergegenwärtigt, was da passiert. Das heißt, im Prinzip vollbringen die ja eine Flugakrobatik und eine Flugkunst, die ist eigentlich, meint man, unmöglich und trotzdem ist sie alltäglich. Die findet da draußen statt. Und das kann man ja wahrscheinlich ein bisschen vergleichen mit dem Wunderwerk Mensch, also was im Menschen alles an Prozesse abläuft in Harmonie. Da greift eins ins andere, das funktioniert alles. Da ist quasi, wenn man so will, alles in Ordnung. Und wenn bei den Vögeln alles in Ordnung ist, dann fliegen die einen unglaublichen Formationsflug und crashen nicht ineinander, was ja eigentlich man meinen sollte, was sein müsste. Tun sie aber nicht. Das heißt also, wenn alles in Harmonie ist, wenn alles in Ordnung ist, dann funktioniert das. Jetzt wird aber diese Harmonie gestört durch eine technische Strahlung. Das heißt also, die Vögel verwenden ja auch einen Aspekt der Strahlung oder der Frequenz, aber halt eine natürliche Frequenz, eine harmonische, eine, wie sagt man, eine gottgegebene. Das, was der Mensch jetzt macht mit dieser technischen Strahlung, Sie haben 6G sogar angesprochen, da wird es mir ganz komisch, wenn ich da dran denke. Das scheint ja im Prinzip diese Harmonie zu stören. Und es gibt ja auch Berichte, wonach tatsächlich Vögel was weiß ich, auf die Erde fallen und womöglich auch gegen Fenster knallen, weil sie im Prinzip durcheinander gekommen sind. So wie es aber ja auch Berichte gibt, beziehungsweise Feststellungen, die ich selber mache, dass also sogenannte neurodegenerative Erkrankungen im Prinzip fallzahlenmäßig A durch die Decke gehen und wir jetzt aber halt, das ist eine wahre Geschichte, im Zusammenhang mit diesen Frequenztropfen festgestellt haben, dass Symptome wie zum Beispiel eine Blockade des Sprechvermögens durch diese Tropfen, da haben wir zwei Fälle hier in unserem eigenen Haus erlebt, also wie tatsächlich Menschen wieder durch dieses Wiederherstellen einer gewissen Ordnung durch diese Frequenztropfen wieder reden können. Also der Zusammenhang eben aus einem zu viel an Chaos, ich nehme da immer im Prinzip ein bisschen so das Fass als Metapher, wenn es Fass voll ist, wenn also dieses Chaos-Fass voll ist, wenn diese Disharmonie und diese Disharmonien oder diese Einflussfaktoren einfach derer zu viel ist, dann läuft das Fass über und dann zeigen sich wahrscheinlich halt diese Krankheiten. Und offenkundig scheint es so zu sein, als gibt es natürlich viele Ansätze, dieses Chaos-Fass da abzuschöpfen, aber offenkundig halt auch diese Frequenztropfen. Können Sie sich das so vorstellen? Habe ich das einigermaßen richtig verstanden? Ja, natürlich. Dass aufgrund dieser Umstände, eben das Beseitigen von Chaos,
dann sogar ein final zu sein scheinender eine Symptomatik, zum Beispiel, ich kann nicht mehr sprechen, dass das wieder anspringt, dass es plötzlich wieder funktioniert. Also das hatten wir in zwei Fällen erlebt. Und ein Fall ist mir, Herr Dr. Döpp, auch noch wichtig, den wollte ich Ihnen nämlich auch mitteilen. Wir haben eine Annie aus Kärnten, die hatte eine unergründliche Sehbeeinträchtigung. Die war also in allen Kliniken vorstellig und die Ärzte wussten nicht, wo es herkommt. Die haben ja auch keine richtige Diagnose gestellt. Ich habe die Klinikberichte da. Und dann hat die diese Tropfen abbekommen und konnte im Prinzip, sie hat sofort gemerkt, da tut sich was, aber vor allem nach dem zweiten Tag, seitdem sieht sie wieder. Meine Frage ist jetzt, wie kann sowas sein? Haben Sie im Prinzip in Ihrer Praxis das auch erlebt oder haben Sie auch festgestellt, dass tatsächlich, wenn man eben dieses Frequenzchaos beseitigt, ich nenne es mal so, dass dann Besserungen wie die genannten eintreten können? Ja, also wir haben es bei Patienten noch nicht oft genug versucht, aber meine Frau und ich, wir nehmen ja die Frequenztropfen seit etwa 3 Wochen und ich habe sofort eine Besserung festgestellt, was betrifft die Gehirnleistungen. Also Konzentration, Aufmerksamkeit, Fokussiertheit und weniger Müdigkeit und dergleichen. Also die gehirnspezifischen Wirkungen sind positiv, eindeutig. Und wir können ja auch sagen, dass es im Bereich der Schallwellenfrequenzen gibt, die positiv wirken, wo man sogar weiß, in welche Richtung insbesondere. Wir kennen ja den Kammerton A, 432 Hertz, wurde leider vor 60 Jahren umgestellt auf 440 Hertz und damit ist die gesamte digitalisierte, heutzutage existente Musik nicht mehr harmonisch. Es müsste alles wieder zurückgeführt werden, wenn möglich sogar auf analog, das heißt auf Plattenteller, die eben analog arbeiten und nicht mehr digitalisiert. Dann haben wir 174 Hertz gegen Schmerzen, 285 Hertz zur Gewebeheilung, 396 Hertz gegen Ängste, 528 Hertz zur Reparatur der Gene, 639 Hertz zur Heilung bestimmter Areale, 741 Hertz zur Stärkung der Intuition. 963 Hertz, um die Zirbeldrüse wieder in die Lage zu versetzen, mit der Seele Kontakt aufzunehmen. Ähnlich mit 852 Hertz. Da wird die Kommunikation des materiellen Körpers mit der Seele verstärkt. So kennen wir eine ganze Reihe von Frequenzen und auch deren Wirkungen, die positiv sind. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Frequenzen, die negativ wirken, die disharmonisch sind. Wenn wir uns die Heavy-Metal-Musik anhören, also ich kann das gar nicht, nach 3 Sekunden schalte ich ab. Im Gegensatz dazu kennen wir eben Mozart, Beethoven und die Strauss-Familie mit den Walzern. Harmonische Musik, das Gehirn und vor allen Dingen die Gehirndrüsen lieben diese Frequenzen und diese Frequenzmuster und die Intervalle und die Aufeinanderfolgen. Also es gibt positive und es gibt negativ wirkende Frequenzen und ich bin sicher, dass in diesen Frequenztropfen sich ausschließlich positive Frequenzen befinden, eingeprägt in die Flüssigkeit von diesem Sirup. Genau, also Sie haben jetzt das super erklärt, vor allem aber auch
noch einmal diese, ja, offenkundig, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, diese offenkundig ja eigentlich absichtlich herbeigeführte Disharmonie, gerade bei der Musik. Also mir konnte noch keiner erklären, wo lag der Sinn darin, dass man es von 432 Hertz aus diesem, ich sage jetzt mal, harmonischen Bereich verlagert hat auf 440 Hertz in diesen disharmonischen Bereich. Da scheint ja im Prinzip eigentlich eine Absicht dahinter, wie ja in vielen Dingen offenkundig eine gewisse Absicht dahinter steckt, weil ja die sogenannte Gesundheitsindustrie ja eine der größten Industriezweige überhaupt ist auf Erden. Ich denke, das ist sicherlich einer der Gründe. Es ist halt nun einmal Big Business. Und diesem Diktat scheint wohl irgendwie die gesamte Industrie, da meine ich noch gar nicht unbedingt diese Gesundheitsindustrie nur, sondern in dem Fall ja sogar auch die Musikindustrie zu folgen. Das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diese Ausführungen. Zu den Tropfen noch einmal, wie gesagt, zusammengefasst kann man sagen, dass offenkundig wahrscheinlich die Zellkommunikation auf der einen Seite profitiert durch diese Tropfen, deswegen ja auch diese Konzentrationszunahme, aber vermutlich ja auch die Sauerstoffversorgung, weil es ist ja offenkundig und Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, dass instantan, also wirklich im Moment sofort ein viel mehr an Kraft auftritt. Also ich habe so viele Tests mitverfolgt, wo das wirklich frappierend, um nicht zu sagen, fast schon schockierend, im positiven Sinne schockierend, Positivschock, si sichtbar war. Es war auch erkennbar, dass Menschen, die zum Beispiel gebückt daherkamen, weil sie vielleicht irgendwie verkrampft waren, dass sich diese Verkrampfung löst und dass sie plötzlich viel aufgerichteter waren. Das ist in der Sekunde passiert. Das ist also sensationell. Also würden Sie auch sagen, dass das wahrscheinlich die zwei wichtigsten Aspekte sind. Einerseits diese positive Einflussnahme auf die Zellkommunikation und auf der anderen Seite dieses Anheben der Sauerstoffversorgung. Ja, das würde ich bestätigen. Und das Frappierende war eben, dass es instantan erfolgt. Das heißt, in dem Moment, wo mit der Pipette so etwa ein Milliliter hinter die Unterlippe gespritzt wird und die Mundschleimhaut es kennenlernt und aufnehmen kann, in dem Moment geschieht bereits eine Reaktion im ganzen Körper. Und das habe ich bei anderen, zum Beispiel homöopathischen Mitteln, in dieser, sagen wir mal, Schnelligkeit nicht erlebt. Man kann ja Homöopathie als Globuli nehmen oder auch als Tropfen. Und die wirken schon natürlich, wenn sie richtig indiziert sind, in der richtigen Potenz, aber nicht derart schnell. Das heißt, die Zellkommunikation muss instantan reagieren auf den Informationsinhalt dieser Tropfen. Und lediglich die Sauerstoffversorgung, also vielmehr das Umverteilen des Sauerstoffs über die offenkundig Zerschlagung dieser Geldrollenbildung, ja, das gilt es noch zu, übrigens noch zu verifizieren, das werde ich machen. Wenn diese Geldrollenbildung instantan auch aufgelöst wird, dann braucht es halt wahrscheinlich noch ein paar Sekunden, bis dann der, ich sage jetzt mal, der Blutkreislauf, die Anreicherung mit Sauerstoff sozusagen im Körper umverteilt zu den Zellen hinbringt, die Zellkraftwerke, diese Mitochondrien dann dieses ATP produzieren, was dann als diese, ich sage jetzt mal, körperliche Kraft wahrnehmbar ist. Weil da sagt ja der Erfinder immer, dieser Tropfen, jetzt geh mal ein paar Schritte. Das ist quasi dann noch diese zusätzliche Zeit, die es braucht, bis dieser zweite Effekt passiert. Die Zellkommunikation, die ist instantan, aber das Umverteilen des Sauerstoffs eben hin zu den Zellen und die Energiegewinnung, das kann vielleicht schon noch ein paar Sekunden dauern. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Ich meine, die Untersuchung mit dem Dunkelfeld, die steht scheinbar noch aus, die sollte aber gemacht werden. Was ich gemacht habe, ist mit meiner HRV, die auch den Medikamententest beinhaltet,
dass ich da eben 5 Minuten lang die Basismessung hatte, dann die Tropfenfrequenztropfen hinter die Unterlippe gespritzt habe und dann weitere 3 Minuten die Auswirkungen beobachtet habe in der HRV. Und die Auswirkung war sofort da, also im Sekundenbereich hat sich das vegetative Nervensystem in Richtung Harmonie begeben. Genau, das ist das, was wir auch festgestellt haben. Ich habe ja einen befreundeten Arzt, der Andreas Scheler. Der hat auch sofort sein HRV-Messgerät dabei gehabt und gewisse, ich sage jetzt mal, Messparameter, Stressparameter waren eben instantan verändert, also positiv verändert. Vielen Dank auch für diese, wie gesagt, Ausführung. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, und zwar diejenige: Was steht einem, ich nenne es mal, Besserungserfolg im Wege, gegebenenfalls im Wege? Also gibt es im Prinzip, oder können Sie sich vorstellen, dass es so Regulationsstarre, dass es so Umstände gibt, die einer Besserung entgegenstehen? Würden Sie da sagen, eine gewisse Geduld macht Sinn, oder würden Sie sagen, wenn man feststellt, das funktioniert hier jetzt nicht, dann geht man im Prinzip einfach weiter und sucht nach weiteren, nennen wir es mal, nach weiteren Ursachen für die Krankheit, für die Symptome. Ja, also das oberste Zentrum für vegetativum und Hormonsystem, für die Psychoneuroendokrinoimmunologie ist ja die Zirbeldrüse. Und wir stellen nun seit parallel 5G ausgerollt wurde, wie man so schön sagt, und seit Covid gewesen ist mit den Impfungen von etwa 2 Dritteln der Bevölkerung, stellen wir fest, dass die Zirbeldrüse bei den meisten Patienten blockiert ist. Und damit die oberste Instanz des Körpers nicht mehr regulatorisch normal funktionieren kann. Und wir können jetzt nicht trennen 5G einerseits und die Impfungen andererseits, aber zusammengenommen und dann noch dazu Fluor und Aluminium und Titan und Glyphosat, alles dieses bewirkt die Blockade der Zirbeldrüse. Und daher habe ich selbst dieses kleine Gerätchen permanent bei mir um den Hals hängen gegen Elektrosmog, damit ich diesen Faktor jedenfalls mal reduzieren kann. Dieses Gerät beinhaltet bestimmte Mineralmischungen, die sich quasi als Antenne opfern, und den Elektrosmog, aufnehmen, sodass, der Thymus, wenn das Gerät hier hinter dem Thymus, vor dem Thymus hängt, dass der nicht mehr so stark beeinflusst wird. Also man sollte halt die Risikofaktoren minimieren, die negativen minimieren und das Positive aktivieren mit den Frequenztropfen und mit einem Schutz vor Elektrosmog. Außerdem empfehle ich noch jedem Patienten eine Luftreinigungsmaschine, ein Gerät, denn die Luft ist nicht mehr sauber. Wir kennen den Sahara-Staub, der mit vielen Giften aufgeladen ist. Wir kennen die Chemtrails, wir kennen das Geoengineering und wir wissen auch, dass im Leitungswasser viele Gifte sind, also Luftreinigung und Wasserreinigung als sinnvolle Geräte, die auch gar nicht so teuer sind. Das heißt also auf gut Deutsch, wir sollten als Individuen anerkennen oder erkennen oder uns bewusst machen, dass wir in einer sehr besonderen Zeit leben, dass wir quasi ständig irgendwo irgendwelchen Gefahren, ob jetzt sichtbar oder wahrnehmbar oder auch nicht, siehe jetzt 5G oder diese Frequenzen, die ja die Sinne nicht wahrnehmen können. Also wir sollten das realisieren, diese Gefahren oder diese Herausforderungen sind da, und wir sollten uns denen halt entsprechend
nicht anpasse, sondern wir sollten halt im Prinzip Vorsorge betreiben, wenn ich es zusammenfassen darf. Würden Sie sicherlich, wenn Sie Fritz Albert Poppe erwähnt haben, würden Sie sicherlich empfehlen, dass man organische pflanzliche Kost, also sprich mit Biophotonen versehen, dass man das zu sich nimmt, Stichwort Adaptogene, vielleicht auch Mikronährstoffkonzentrate, wirklich organisch, bedeutet also noch lichtvoll. Mir fällt da gerade was ein. Und dann neben eben Strahlenschutz, wie Sie es jetzt gezeigt haben, also Gerätschaften auf der einen Seite, diese Frequenztropfen, aber auch halt eine, kann man diese Maschine, die Sie erwähnt haben, als eine Luftwäsche Ja, okay. bezeichnen? Ja, Hat durchaus. es auch was mit Ionisierung zu tun? Ja, ein gutes Luftreinigungsgerät beinhaltet gleichzeitig einen Ionisator. Sator, Das genau. heißt, man produziert negativ geladene Ionen und Elektronen, denn die sind ja biophysikalisch die Hauptenergiequelle, die wir haben. Und dann halt final noch das Wasser. Wir sind ja ein Wasserwesen, quasi hexagonal das Wasser, im Prinzip halt auch naturkonform, naturidentisch. Also da gibt es ja den Begriff der Bionik, also quasi angelehnt an die Natur. Kann man das auch so sagen? Ja, sicher. Und wir haben ein Ionisationsgerät für das Wasser. Das heißt, positiv geladene Ionen gleich Elektronen, defizitäre Ionen werden ausgeschaltet aus dem Wasser. Das ist dann sauer. Und negativ geladene Ionen und Elektronen, negativ geladen heißt aber positiv wirksam. Die werden als basisches Wasser uns dann zugeführt. Und dieses basische Wasser verwandeln wir dann noch einmal in Hydrogenwasser, das heißt negativ geladene Wasserstoffionen, die auch noch frequenziert werden und aufgeladen werden. Das Ergebnis ist dann wirklich ein sehr gutes Wasser. Ja, Herr Dr. Döpp, ich denke, wir haben einen schönen Bogen gespannt. Es war sehr gehaltvoll. Ich denke, es war auch sehr lehrreich. Bin ziemlich überzeugt, dass es so ist, dass wir sehr gute, wie sagt man, Reaktionen hören werden auf das Gespräch. Also mich hat es wirklich sehr gefreut und vor allem auch sehr erhellt. Ich habe sehr viel gelernt. Herr Dr. Döpp, ich bedanke mich wirklich sehr für das Gespräch und ich fühle mich sehr geehrt, sozusagen mit Ihnen sprechen zu dürfen und gedurft zu haben, sagen wir es mal so. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Die waren ja natürlich auch sehr interessant. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank, Herr Dr. Döpp.